ist das denn? Eine Anleitung, wie ein Abreißkalender funktioniert? Einen wunderschönen guten Morgen oder besser Mittag, denn wir haben es kurz nach 11:30. Oh, ja, das Wetter ist scheiße und ich habe lange im Bett rumgedümpelt und ja, ich habe Video geschnitten. Jetzt ist das Interessante, das ist das Video, was morgen kommt, also sprich der Tag gestern. Ich habe heute in meiner Mittagspause nichts zu tun. Ich muss mir dann echt mal überlegen, was ich mache, weil normalerweise schneide ich da ja Video. Kann ich heute nicht machen. Muss ich mir irgendwas überlegen, was ich in meiner Mittagspause anstelle. Naja, wird sich was finden. Jetzt schaue ich erstmal, dass ich so ein bisschen klarkomme und dann sehen wir weiter. Mir sind vorhin meine AirPods runtergefallen und den einen habe ich wiedergefunden in der Küche und der andere bleibt verschwunden. Keine Ahnung. Echt ätzend. Ja, was soll ich sagen? Ich habe meinen AirPod nicht gefunden, den zweiten. Weiße Fliesen, weißer AirPod, der kann sonst wohin gesprungen sein. Auf jeden Fall habe ich ihn noch nicht gefunden und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit und ich habe mir überlegt, da ja jetzt noch nicht so viel passiert ist und ich in der Pause ja dann quasi nicht schneide, kann ich ja dann in der Pause vielleicht mal wieder ein bisschen mehr vloggen. Also werde ich dann so tun, denke ich. Wenn nichts Unerwartetes dazwischen kommt. Es ist ja auch schon mal vorgekommen, dass ich irgendwie gar keine Pause gemacht habe, einfach weil es chaotisch war. Aber wir wollen mal den Teufel nicht an die Wand malen. Nein, ich melde mich in der Pause. Yeah, aber erstmal muss ich zur Arbeit hin. Angekommen bei der Arbeit, aber was soll ich sagen, es regnet. Also ich hoffe, dass es nachher nicht regnet in der Pause, weil ja, wäre ein bisschen doof, ne? Wenn ich hier draußen rumlaufen will und es regnet. Aber, oh, ja, auf der Windschutzscheibe, es regnet. Ja, na gut, ich gehe mal rein, bisschen arbeiten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der Pause, weil was soll ich denn sonst noch machen? Ich habe Pause und das Ganze redlich verdient. Ist wieder, ja, anstrengend. Nennen wir es mal so. Es ist anstrengend. Aber egal. So, jetzt sitze ich im Auto. Es regnet nicht. Aber irgendwie, ich bleibe jetzt doch einfach im Auto sitzen. Ich habe mir jetzt gerade mal gedacht, ich wollte mal schauen, was gerade so auf YouTube direkt abgeht. Kann man ja mal reinschauen. Ich habe, also das Video ist jetzt, also wir haben es, um das zu sagen, 10 vor 8. 25 Aufrufe, einen Kommentar und 13 Likes. Jo, geht. Also ist so wie die letzten Tage auch. Also jeder 10. Abonnent schaut meine Videos. Ja. Was machen die anderen? Ich bin ja immer gespannt. Willi noch 0815 ist im Livestream. Ja. Dann, was haben wir noch? Gegen Artikel 13, morgen Demo in Berlin von Herrn Newstime. Jo, gut. Ich glaube, ich muss hier, ja, es blinkt. Ich muss gerade mal Dingens Akku wechseln. Also machen wir ganz kurz Akkuwechsel, Einschnitt. Hui. Okay, Akkuwechsel ist gerade nicht. Ich habe keinen Akku dabei. Das heißt, ich musste jetzt von der Kamera auf den Osmo switchen. Ich hoffe, das geht. Ich finde den Ton immer so extrem leise. Also man kann den natürlich dann hochpegeln am Rechner, aber klingt halt irgendwie doch nie so geil. Ich weiß auch nicht. Vielleicht mache ich da auch was falsch.
So, naja. Oh, wisst ihr, was mich heute geärgert hat? Ich habe, als ich bei Penny vorbeigefahren bin, eine Meldung bekommen, dass da heute 10 Fachpunkte sind. Ja, super. Kann ich aber nichts mit anfangen, weil ich konnte jetzt nicht mehr einkaufen. Also war zu spät dafür. Und jetzt ist es auch gleich 8. Außerdem ist hier der nächste Penny eine Viertelstunde weg, mit einer halben Stunde Pause. Nicht machbar. Gut, also. Ich werde mir jetzt gleich noch ein paar Videos anschauen. Gerade mal gucken. Kommentar. Ich habe ja nur einen, das macht's einfach. Kommentar. Murat. Murat hat geschrieben, es gibt Tage, da ist es mir auch scheißegal. Deine Lauferfolge sind echt der Hammer. Liebe Grüße, Murat. Heute war ich nicht laufen. Naja, aber trotzdem danke. Ich werde es mal beantworten. So. Danke dir. Also, falls du das nächste Video siehst, ich beantworte gerade live deinen Kommentar. Gut. So, ich habe übrigens so hier oben schon wieder einen Plan, was ich gerne ändern will. Ich bin mir nur noch nicht sicher, wie ich das mache. Aber muss auch noch ein bisschen in mir gären und brodeln. Also ich. Irgendwie bin ich im Moment mit der Gesamtsituation auf YouTube eher unzufrieden. So mittelmäßig geil nur. Aber man muss natürlich bei sich selber suchen. Also suche ich bei mir. Vielleicht muss ich auch bei Angie suchen. Nein, Quatsch. Ah, naja. Es gibt jetzt irgendwie nichts Tolles, was ich erzählen kann. Ich habe eigentlich gedacht, wir können ein bisschen draußen rumlaufen, aber wenn ich jetzt mit der Kamera und dann dem Scheinwerfer oben drauf hier durch die Gegend laufe, komme ich mir dann doch ein bisschen doof vor. Also ich komme mir schon ein bisschen doof vor, wenn ich quasi mit diesem Scheinwerfer jetzt hier mein Auto hell erleuchte, weil da werden die auch schon denken, so, was sind das für einer? Naja, gut, wie dem auch sei. Ich werde mir jetzt ein paar Videos reinziehen, weil ich habe sonst nichts zu tun in der Pause und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum Feierabend wieder. Das ist gar nicht mehr lange hin. Wir haben es nämlich kurz vor 8, kurz vor 9, kurz vor 10, also ja, ein bisschen mehr als 2 Stunden. Das übersteht ihr noch ohne mich. Alles klar, dann bis gleich. Endlich Feierabend und somit wohlverdientes Wochenende. Oh, jetzt geht's nach Hause. Aber ich würde mal sagen, das machen wir auf die schnelle Art und Weise. Und zu Hause geht doch viel schneller und angenehmer. Ja, so. Ich muss sagen, heute hatte ich auch relativ wenig Lust, großartig zu vloggen. Also nicht, dass ich schon sowieso so spät aufgestanden bin, sondern ja, mir fehlt im Moment so ein bisschen der Antrieb, wenn ich irgendwie sehe, dass ich 70 Aufrufe auf ein Video habe, das heißt, rein theoretisch, nur jeder 10. Abonnent schaut das Video. Wenn man dann noch weiter in die Statistik reingeht und schaut, dass nur 50% der Aufrufe von Abonnenten sind, dann sind es sogar nur noch 35 Abonnenten, die sich meinen Tag angucken. Ja, macht dann, sage ich mal, nicht ganz so viel Spaß, als wenn mehr Interaktionen sind. Aber wie gesagt, man sollte dann bei sich selber suchen und nicht bei anderen. Also ich sollte jetzt nicht suchen, warum ihr nicht mehr guckt, sondern ich sollte schauen, warum es von meiner Seite her nicht mehr so interessant ist. Also muss ich mir da was einfallen lassen. Ich weiß aber noch nicht genau was. Aber irgendwas werde ich da schon machen. Gut, also heute recht unspektakulär und es geht mit dem Osmo zu Ende. Das ist immer sehr seltsam, wenn ich am Osmo beenden will. Na gut, bis morgen. Ciao!